uns in lieber die See. Wir tauchen ein in die Stille. Ja, hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen bei Peru Plays. Ich bin der Peru, live von der schönsten der Welt. Natürlich aus Zypern. Herzlich willkommen. Ja, Leute, wir sind mal wieder unterwegs. Wir sind auf der Jagd. Heute mal wieder in Way of the Hunter. Ne, ich will mal so wieder so ein bisschen den Wechsel auch ein bisschen einführen hier. Ne, mal ein bisschen hiervon, mal ein bisschen davon. Ja, ganz einfach, um mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Man merkt allerdings auch immer mehr, ich sehe das an euren Kommentaren, dass sich das Pendel so ein bisschen zwischen den beiden mehr und mehr zu Way of the Hunter hin bewegt. Finde ich ganz interessant. Bis jetzt war ja Call of the Wild, The Hunter, ja, so der Platzhirsch im wahrsten Sinne des Wortes. Und so nach und nach sieht man also, wie sogar so die Hardcore-Fans so langsam mehr und mehr, oh Alter, was ist denn hier los? Guckt euch das mal an. Da hatten wir aber ein Scheiß-Timing. Ärgerlich. Die wollten bestimmt gerade zum Wasser. Ich wollte jetzt nämlich gerade mit euch zum Anstand. Nee, was ich sagen wollte, es ist eben halt sehr auffällig, dass sogar die Hardcore-Fans jetzt immer mehr tendieren zu Way of the Hunter. Woran liegt's? Ne? Also, ist klar, es kommen immer viele neue Karten raus von Call of the Wild. Aber eigentlich habe ich es so ein bisschen schon prediktet. Oder? Ich meine, dass natürlich die Leute hier und da dann auch mal was Neues sehen wollen, auch technisch, ist natürlich klar. Ich kann es mir so erklären, dass natürlich klar, ne? Die Karten sind immer noch auf PS4 ausgelegt. Trotzdem wollen wir nichts wegtun. Ich finde sie immer noch wunderschön, aber es ist eben halt nicht Next Gen. Punkt. Brauchen wir gar nicht drüber löten. Ist klar. Bin ich dabei. Ja, auch vom Spielprinzip natürlich ist Way of the Hunter was ganz anderes, weniger arcade-lastig. Und jeder, der so ein bisschen mehr sich wirklich für die echte Jagd interessiert, spielt eher Way of the Hunter. Das ist so. Das war von Anfang an so, seit das Spiel rausgekommen ist. Ihr habt mich hier auch schon fluchen gehört, ne? und sehr oft. Weil es eben halt hier nicht so leicht ist, einen Abschuss zu kriegen. Aber ich liebe dieses Spiel gerade dafür. Ne, weil es jeden einzelnen Abschuss so viel wertiger macht als bei Call of the Wild. Was für Call of the Wild natürlich spricht, ist die Masse und die Vielfalt an Karten, an Zubehör und. Auf der anderen Seite steht hier eine Next-Gen-Grafik bei Way of the Hunter. Ein richtiges Herdensystem, ein ja, realistisches Jagdsystem, soweit man davon jetzt so sprechen kann. Aber das sind alles eben halt Argumente und die kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn die Leute sagen, nee, ich bin da eher dabei bei Way of the Hunter. Verstehe ich absolut. Ne? So, Freunde, bevor ich es vergesse, wir werden heute mal so ein bisschen mehr Ansitzjagd machen. Wir werden ein bisschen sabbeln, also ich werde ein bisschen sabbeln. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst ein Like, Follow, Abo da, Daumen hoch nicht vergessen. Leute, es ist so wichtig, Leute. Ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, aber es ist so wichtig, dass ihr den Daumen setzt. Das bringt den Kanal voran und es kostet euch nichts, Leute. Ne, auch an einem netten Kommentar ist noch niemand verstorben. Ne, gerne rein damit in die Kommentare. Ne, Dankeschön. So. Guti, also wie gesagt, wir werden heute überwiegend eher ein bisschen Sitzjagd machen. Ich hoffe, das wird noch was unter dem Aspekt hier. Meistens ist das Rotwild dann doch eher neugierig. Wenn nichts passiert, kommen die Kollegen dann doch nochmal zurück. Ich werde gleich mal versuchen, ob ich mit dem Caller hier das Ganze ein bisschen verkürzen kann. Das wollte ich jetzt hier eigentlich nicht. Ich muss mich jetzt mal hier ganz kurz einfummeln. Da knackt's. Ja, Rothirsch. Dann rufen wir doch auch gleich mal in die Richtung. Ich bin's doch nur. Die flotte Ricke. Ich lasse den Jagdsinn gleich mal kurz an, damit ich auch gleich mitbekomme, ob sich da was bewegt.
So, ihr habt es ja mitbekommen, bei mir ist privat momentan einiges am Gehen, ne, gerade berufstechnisch. Bin ja schon bereits im Gespräch mit einer Firma. Jetzt habe ich, ab heute läuft der Countdown, die letzten 10 Arbeitstage bei meinem alten Arbeitgeber. Ich kreuz schon so innerlich so ein bisschen die Tage an. Ja, und ich hoffe, dass alles gut geht jetzt. Ende dieser Woche müsste ich erfahren, ob alles glatt gegangen ist mit der neuen Firma. Das würde mich sehr freuen. Es wäre in jeder Hinsicht eine Verbesserung. Jetzt sehe ich gerade hier, wieso ist da eine Markierung? Ist die hier? Ja. So, nehmen wir mal weg. Da hinten ist nämlich noch ein anderer Anstand. Da könnten wir tatsächlich hingehen, wenn sich hier wirklich nichts mehr tun sollte. Jetzt haben wir hier natürlich mein typisches Glück. Natürlich gleich zum Anfang wieder Regen. Das läuft richtig gut. Peru Place, nur echt mit Regen. Das ist auch die Ecke, wo die Kollegen vorhin hinstrawanzt sind, vor mir geflohen sind. Ich hoffe, ich kann sie überzeugen, nochmal vorbeizuschauen. Es ist ja noch relativ früh am Morgen hier. Jetzt gibt es ja seit dem letzten Update die Möglichkeit, den Munitionstyp zu ändern. Das finde ich sehr spannend. Hier bei dem Gewehr scheint es nicht zu gehen. Macht ja auch keinen Sinn. Das ist nur, glaube ich, für ein Kaliber ausgelegt. Aber das werden wir uns bei Gelegenheit mit dem entsprechenden Gewehr natürlich mal anschauen. So, da hinten haben wir Rothirsch ruhig hinter dem Hügel. Sehr günstig. Ah, callen wir nochmal oder nicht? Callen oder nicht callen? Das ist hier die Frage. Ja, komm. Was kostet die Welt? Es kann sein, dass ich Hallo schiebe, aber ich höre hier von der anderen Seite Schritte. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt eben mitbekommen habt. Ich meinte hier rechts von mir, dass da Schritte zu hören waren. Wir behalten das mal wachsamerweise im Auge. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also was ich sagen wollte, ich bin jetzt sehr, sehr schon am Zählen der Tage, weil egal wie es läuft, so oder so, danach habe ich erstmal 2 Wochen Auszeit. Und ich hoffe, wir können da ein bisschen mehr zusammen machen, ein bisschen mehr live. Würde mich freuen, wenn ihr mich in der Form unterstützt und dabei seid einfach. Das heißt, so in den ersten 2 Septemberwochen wird das sein. Weil wenn das jetzt mit dem neuen Arbeitgeber hingehauen hat, beginnt erst in der 2. Woche mein Training. Und ja, ne, da kann man die Zeit dann bis dahin ja mal nutzen, würde ich sagen. Ne? Ich meine, ich werde nicht nur streamen, ne? Klar. Den Urlaub wollte mir meine alte Firma nicht mehr geben. Ich werde mir natürlich auch ein paar Tage für mich nehmen, ne? Ist klar. Brauche ich einfach auch. Insbesondere kurz bevor ich jetzt in was Neues starte. Ich meine, wenn es nicht in den Gaumen hat, dann werdet ihr mich sowieso öfter sehen, als euch lieb ist. Dann gibt's mal richtig lange Streams, Freunde. So oder so, ihr werdet mich nicht los. Die, ja,
Die bewegen sich, aber sie bleiben auf demselben Abstand. Also einmal versuche ich es noch. Und so schön das auch hier ist, wenn das nichts taugt hier, dann probieren wir gleich mal den anderen Anstand gegenüber. Der ist ja nicht weit, ne? Ich kann den eigentlich schon mal markieren hier. Ist auch schön am Wasser. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, was wir da für ein Schussfeld hatten, Aussicht hatten, aber das gucken wir uns dann mal an. Weil es macht ja keinen Sinn hier die ganze Zeit ergebnislos in der Gegend rumzustehen. Ich meine, dann könnt ihr euch eben so gut ein Standbild angucken. Ist auch schön. Bringt aber auch nicht viel. Ja, es knackt immer wieder mal im Geäst hier. Aber wir sehen hier, ne, wie ihr seht nichts. Die kommen nicht näher. Na, also die Distanz wird gehalten. Ich glaube, die kriege ich nicht mehr hierher. Okay, dann haben wir genug hier rumgelötet und gesabbelt. Dann machen wir uns auf den Weg zum anderen Anstand und hoffen, dass wir da nicht auch wieder alle Tiere verscheuchen. Ah, das war richtig scheiß Timing, ne? Ich spawne auf der Karte genau vor ihrer Nase, ne? Das ist. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ganz schlechtes Timing. So, ich habe, ihr habt es vielleicht gestern gesehen, ein bisschen rumexperimentiert mit dem Steam Deck. Ich glaube, ich habe da jetzt einigermaßen gute Einstellungen gefunden. Jetzt sind wir mit dem Euro Truck Simulator mal wieder unterwegs gewesen. Jetzt, da das einigermaßen gut hinhaut, würde ich das gerne wieder auch regelmäßiger mit euch fahren. Auch natürlich den American Truck Simulator, den ich fast noch ein bisschen lieber habe, allein schon wegen den Trucks. Auf jeden Fall, beides werden wir jetzt zukünftig im Wechsel hier und da mal fahren. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran. Ne, wir müssen auch mal gucken, wenn ich hier eine korrekte Speicherkarte wieder habe, beziehungsweise eine entsprechende Station mit Lade- und Verbindungsfunktion, dass wir da nochmal. Ja, ein paar andere Sachen mal ausprobieren. Auf dem Steam Deck, so als Livestream. Weil das gefällt mir richtig gut. So, ich habe jetzt extra den Jagdsinn beim Laufen angelassen. Nicht, dass wir gleich wieder sofort alles verscheuchen. Ich habe schon wieder Jägerparanoia. Ne? Ich höre Schritte und Geräusche an allen Ecken und Enden. Schlimm. Wo wir gerade bei dem Für und Wider von Call of the Wild und Way of the Hunter sind, oder waren, es gibt eine Funktion, die sie es immer noch nicht. Oh, Wildschwein. Warte mal, ich glaube, das sehe ich von oben besser. Ganz schnell auf den Jagdstand. Es gibt eine Funktion, die haben sie immer noch nicht geschafft, bei Way of the Hunter zu implementieren. Nämlich Ferngläser, wo man die Brennweite ändern kann. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Aber das nervt mich so ein bisschen, ne? Weil so gut wie jedes bessere Fernglas kannst du den Zoom-Faktor ändern, also die Brennweite. Das geht hier nicht. Immer noch nicht. Ups, was war das? Also das war.
Echt jetzt ein Reh? Ich hätte gesagt, ein Wolf mit Erkältung. Was war das denn? Ja, der Baum steht hier genau davor. Ganz schlecht, ganz schlecht. Echt jetzt? Man sieht auch keine weitere Bewegung, ne? Junge, Junge. So, hier irgendwo ist die Ricke unterwegs. Bloß wissen sie nicht. Gar nichts. Ist ein Stealth-Reh. Heiliges Mariechen. Ja gut, da versuchen wir mal, ob wir die wenigstens anlocken können. Ich brauche heute ein Erfolgserlebnis. Ich finde, er braucht manchmal so ein bisschen lang für den Wechsel, oder? Wie empfindet ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich finde jetzt so, dass das Wechseln zwischen Waffen und Ausrüstung manchmal so ein bisschen fahrig, ein bisschen. Ich finde, man kann das ein bisschen beschleunigen, oder? Ganz kurz durchgehen hier die ganze Ausrüstung. Da haben wir Hasen und Raubtier locker. Was haben wir? Ja, ich will mal kurz checken, was ich alles mitgenommen habe hier. Ist aber nur der Ricken locker und der Raubtier locker. Alter. Da! Oh, die sind aber richtig weit weg. Die sind richtig weit weg. Ja, und jetzt genau der Punkt, ne? Nix mit Zoom oder irgend sowas, weder rauf noch runter. Einfach fix. Und das finde ich doof. Das ist ja fast 300 Meter hier. Ja. Ah, da macht das Zielen überhaupt keinen Sinn. Dann haben wir auch noch die Blätter davor. Ganz schlechtes Schussfeld. Ganz schlecht. Ärgerlich. Ganz ärgerlich. So, was habe ich noch mit? Die Morgenruhe. Gut, die wird mir hier überhaupt nicht helfen. Gut, dann bleiben wir beim Fernglas erstmal. Ja, die machen sich vom Acker hier über den Hügel. Korn bringt da auch nichts. Mist. Ich hätte euch gern mehr gezeigt als nur ein paar Punkte am Horizont, aber. Es ist, wie es ist. Und das ist eben halt einer der großen Unterschiede zu Call of the Wild, ne? The Hunter. Es ist eben halt nicht per se immer wild da. Du kannst es deutlich schneller verscheuchen. Und ja, auf den Anstand kann man schon mal anständig warten. Und zwar relativ lange. Manchmal sogar sehr lange. Aber das gehört dazu, Freunde. So ist es. So, ich will mal ganz kurz hier den Punkt hier entfernen, der nervt mich nämlich. Jetzt hatten wir ja hinter uns irgendwo in der Nähe muss oder war eine Wildschweinrotte. Jetzt habe ich leider keinen Caller für Wildschweine dabei. Auf der anderen Seite, hier haben wir auch schon länger keine Bewegung mehr. Da knackt's.
Nee. Nix. So, ja, um auf mich hier nochmal kurz zurückzukommen, ist ja jetzt momentan hier wieder nicht los. Ja, wie gesagt, ab 1. September rum habe ich so circa 2 Wochen frei. Mehr oder weniger Urlaub. Ich werde da ein bisschen mehr Zeit mit euch verbringen. Ich hoffe, das ist für euch okay, ne? Und danach müssen wir eben halt sehen, wie sich das einpendelt, ne? So mit den Arbeitszeiten. Wenn alles klappt, werde ich überwiegend von zu Hause arbeiten, was auch sehr angenehm ist. Das heißt, hier und da kann man eventuell mal einen Stream auch früher beginnen oder vielleicht auch mal länger machen. Ist nicht so an die Uhrzeiten gebunden. Und ja, wir müssen mal sehen, wie das funktionieren wird. Ich versuche natürlich für den Fall der Fälle, falls irgendwas, man weiß ja nicht, was ist, ne? Dazwischen kommt noch so ein bisschen Reserven anzulegen. Leute, ihr könnt mir da ein bisschen mithelfen, ne? Ich frage jetzt nicht nach Spenden, ne? Ihr müsst nur eins machen. Macht den Daumen nach oben, schaut euch den Bums an. Das hilft mir, ne? Ist so gut wie Bargeld, ne? Ihr braucht nichts spenden oder so, könnt ihr natürlich gern machen, ne? Ist ja alles in der Videobeschreibung. Aber, ne, ich bitte euch nur um eins. Seid fair, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, ne? Wenn ihr was machen wollt, dann gerne, ne? Aber dann vielleicht, ne, über meinen Partner hier, Instant Gaming, ne? Da gibt es ja Spiele für PC und Konsole bis zu 90% billiger, ne? Sogar hier Guthabenkarten für PlayStation und Xbox und hast du nicht gesehen, gibt's mit Dauerrabatten, ne? Also schaut mal rein, nutzt den Link in meiner Videobeschreibung, da tut ihr mir und euch was Gutes und ich würde sagen, das ist doch eine Win-Win-Situation. Oder was meint ihr? Finde ich schon. Also, wie gesagt, schaut mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr alle Links. Im Voraus schon mal Dankeschön. Also, Petri ist uns heute irgendwie nicht hold hier, ne? Alles, was wir sehen, ist auf dem Weg von uns weg. Also die Herde hier mit den Rehen, die war eigentlich ruhig, aber die hatte was anderes vor. Ließ sich auch nicht anlocken. Ja, die erste Herde war natürlich richtig Pech. Da sind wir direkt davor gespawnt. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? So, jetzt haben wir hier hinten Rothirsche. Kann das sein, dass das unsere Gruppe ist von vorhin? Kann das sein? Mal sehen, ob hier was geht. Ob sich die Gruppe soweit beruhigt hat. Das wäre natürlich cool. Wäre vielleicht sogar noch besser als der andere Stand, weil hier haben wir ein schönes freies Schussfeld. Wenn sie jetzt hier links aus dem Wald zum Beispiel kommen würden, ne, und hier zum Wasser wollen, da kommen sie an mir gar nicht vorbei. Es sei denn natürlich, sie machen hier links den Bogen rum, aber auch dann würde ich sie letztendlich im Visier haben. Na, was ist denn? Alter, ich habe auch heute wieder einen Glückskeks gefressen, ne? Oh! Es antwortet der Herr von und zu Bock des Hauses. Dann setze ich vorsichtshalber nochmal einen hinterher, um sicherzustellen, dass er weiß, ich habe ihn gehört. Ich will es ja jetzt natürlich auch nicht übertreiben, ne? Aber ich will, dass ihre Öhrchen gespitzt bleiben. Da ist ja schon eins. Warum sagt mir keiner was?
Das scheint mir aber ein Weibchen zu sein. Egal, ich muss meinen Übungsschuss heute machen, es hilft nichts. Ah! Da wäre der Bock gewesen. Ich und meine Voreile immer, ne? Ah, Schiete. Habe ich den verrissen? Habe ich den verrissen jetzt? Ja, in die Richtung muss ich. Na, ja, schauen wir mal. Das wär's jetzt, ne? Jetzt warte ich so lange und dann verkacke ich das hier. Es ist wieder mal einer der nicht so tollen Tage. Aber auch das gehört dazu. Das Wetter trägt nicht gerade zur Laune bei, ne? Muss man auch sagen. Ist wie es ist. Kann man nicht schön reden. Ist hier, ja. Ich lasse jetzt mal den Jagdsinn an wegen den Spuren. Ich glaube jetzt nicht, dass ich ihn gelegt habe. Aber sicher ist sicher. Wir gucken mal nach. Aber ihr habt es gesehen, ne? Schon beim Anvisieren. Ich habe mir da einen abgewackelt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich da einen Treffer gesetzt habe. Ich bin mir nicht mal der. Darüber bin ich mir noch nicht mal sicher. Also einen Anschuss haben wir definitiv. Aber ich glaube, ich habe den verkackt. Denn eins ist hier noch wichtiger als in allen anderen konkurrierenden Jagdspielen: Geduld. Und ich bin da heute so ein bisschen nicht sehr geduldig. Ja, ihr seht es hier schon, das Tier überlebt. Da würde ich mal sagen, auf Kies gefurzt. Ich würde mal sagen, so in den nächsten Minuten wird hier auch nichts mehr gehen. Vielleicht auch sogar länger. Das heißt, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen forschen, ein bisschen weiter die Karte aufdecken. Gerade in der Mitte sind ja noch große Flecken. Und darum kümmern wir uns jetzt mal. Wenn wir schon nichts schießen, dann decken wir die Karte auf. Aber ich wollte es ja wenigstens mal probiert haben, ne? Also hier müsste der ein oder andere Weg sein, so wie der hier, der hier so ein bisschen reingeht. Ja, der ist auch sogar schon hier vermerkt. Was war das? Immer noch die Rothirsche. Ja, gut, die sind ja natürlich jetzt aufgeschreckt. Das bringt jetzt nichts. Das ärgert mich. Stand jetzt gar nicht so schlecht, ne? Ich war einfach zu hippelig. Ich muss mich bei Way of the Hunter auch mehr zur Ruhe zwingen, als jetzt bei The Hunter, Call of the Wild. Weil du verreist es und die sind dann erstmal einfach weg. Ne? Alle. Ja, das war genau das, was ich wollte. Wir bewegen uns jetzt hier auf den Lempis oder Lempeh-Hügel zu. Und es nieselt immer noch. Kann das mal aufhören mit dem Regen? Sorgt ja auch nicht gerade für die beste Laune hier, ne? Also bei mir jedenfalls nicht. Obwohl so bei uns hier auf Zypern so eine kleine Abkühlung wäre, mal nicht schlecht, mal so eine Stunde, ne? Kann man mal machen, ne? Also wir haben jetzt den dritten oder vierten Tag hintereinander Yellow Warning, also gelbe Warnstufe für Temperaturen. Das heißt, es wird örtlich wieder über die 40 Grad gehen. Ja, geht ab hier, wie Schmidts Katze.
Oh, wir hören die Freunde von unserem Freund Dorfklavier. Wölfe. Aber ich kann sie nicht. Oder kann ich? Da war eine Spur, warte mal. Europäischer Dachs. Das ist ja auch hier so eine Sache, ne? Mit Spuren. Ne, es ist ja nicht so ein Feuerwerk wie bei The Hunter. Da leuchtet das alles automatisch vor dir auf. Ne? Hier musst du schon relativ nah dran sein, dass du überhaupt was siehst. Da hinten sehe ich ein Bedürfnisgebiet, mehrere. Das ist gut. Wir werden definitiv auch wieder geplante Jagden machen, also wortwörtlich geplant, wo wir uns auf ein Wild konzentrieren, auf ein Gebiet konzentrieren, die richtigen Waffen mitnehmen und so weiter und so fort. Jetzt, wo ich es aufnehme, ist relativ früh am Morgen noch und ich habe das einfach mal spontan angeschmissen, die Kiste hier. Und deshalb verzeiht mir, wenn das ein bisschen planlos ist. Aber ich hatte einfach mal Bock, mal wieder reinzuschauen, ne, ein bisschen in Ruhe jagen hier beim Morgencafé. Ne, ihr seht es wahrscheinlich eher am Abend oder so, wann auch immer. Aber nur so zum Verständnis, warum das vielleicht heute so ein bisschen unkoordiniert aussieht. Jetzt hätte ich vorhin bei den Haufen gedacht, das sind alles hier so Dachsbauten, ne? Weil wir jetzt auch Spuren hatten vom europäischen Dachs. Das dürften... Nee, das ist kein Dachs, definitiv nicht. Das war der Grauwolf. Ich wünschte, Dorfklavier wäre hier. So, hier haben wir noch einen Wildschweinplatz. Okay. Ach, übrigens, Leute, ich habe mir überlegt, ob wir mal testen, ob wir bei TikTok auch mal streamen oder parallel streamen. Facebook war jetzt nicht so der Brenner. Habe ich mir überlegt, probieren wir mal TikTok aus. Einfach mal so aus Blödsinn. Dafür brauchen wir mindestens 1000 Follower. Sollten wir ja eigentlich mit der Followerzahl hier mehr oder weniger locker schaffen. Schaut einfach mal bei TikTok, wenn ihr da unterwegs seid überhaupt, natürlich vorausgesetzt. Vorbei, ne? Peru Place 1435 ist der Name auch da. Und lasst bitte mal ein Follow da. Ab 1000 Followern können wir da ja live streamen. Ich muss natürlich auch sehen, wie wir das technisch hinkriegen. Shorts, wie ihr sie kennt hier von YouTube, gibt's ja bereits. Oh. Ich glaube, wir haben die Kollegen ein bisschen erschreckt. Wo sind sie hin? Ich sehe sie nicht. Schiede. Habe ich mich jetzt gerade verjagt. Aber die ruckzuck waren die aus dem Blickfeld auch, ne? Mal so ein ganzes Rudel. Tschüssikowski. Das erinnert mich so jetzt hier, gerade jetzt die Ecke hier, ne? Das erinnert mich sehr an einen deutschen Wald, also oder europäischen Wald. Ist so wirklich so typisch, ne? Mit den Fahnengewächsen, sehr viele Nadelbäume. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Deutschland immer mehr Nadelwälder hat, wenn überhaupt, aber deutlich weniger Laubwälder? Ich war immer ein Fan der Laubwälder.
Die Nadelwälder sind mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen zu dunkel. So, wo geht's jetzt hier wohin? Ich tendiere hier mal bergauf zu stratzen. Ja, wie gesagt, die Fichtenwälder, die finde ich immer so dunkel. Die haben immer so was Beklemmendes. Laubwälder, das wirkt immer so ein bisschen luftiger, ne? Die stehen auch nicht so dicht beieinander. Deshalb kommt da auch ein bisschen mehr Licht rein. Bei den Nadelwäldern ist es immer ziemlich dunkel, finde ich. War da Donner in der Luft? Kommt da noch mehr Regen? Bitte nicht. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, super. Im Regen durch die transsilvanische Matsche. Ein Traum in Schleiflack. Oh, da rumpelt's tatsächlich. Das Gewitter. So, ich bin mal gespannt, wohin dieser Weg uns hier führt. Hier haben wir, ja, hier sind ja Wölfe. Was haben wir denn hier noch? Ist es der Schakal? Der Goldschakal streift hier rum. Okay. Den Kandidaten wollte ich mir ja auch noch mal gönnen. Aber wie es auf jeder Karte ist, eine gezielte Jagd macht erst Sinn, wenn du die Karte mehr oder weniger erstmal komplett aufgedeckt hast, die Bedürfnisgebiete gefunden hast, um ja gezielten Jagdstand oder Jagdposition und Ausrüstung zu bestimmen. Vorher macht das ja auch nicht so wirklich Sinn. Auf jeden Fall werde ich mal gucken, wenn diesen Monat was übrig bleiben sollte, bin ich stark versucht, mir mal die neue Karte hier zu holen von Neuseeland. Kennen wir ja schon von Call of the Wild. Die hatten da eine sehr, sehr schöne Karte gemacht. Te Awaroa, nach wie vor einer meiner Lieblingskarten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das beim Konkurrenten aussieht. Die Bilder sehen vielversprechend aus. Junge, das ist ein Fußweg wie eine Achterbahn, ne? Rauf, runter, rauf, runter. Warte mal, ich glaube, ich habe in dunkler Erinnerung, dass hier am Ende des Weges noch ein Aussichtspunkt lauert. Nicht als Turm, sondern eben als so, ja, so eine Plattform, ne? Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich habe das nur irgendwie, ich weiß nicht warum, noch so im Hinterkopf. Müssen wir mal schauen. Das Gewinsel kennen wir doch, das ist doch ein Fuchs, oder? Ist das Moment? Jetzt dachte ich, ich sehe da ein Geweih oben vorgucken, ne? Das ist das, was ich meine. Jägerparanoia. Verzweifelten Hoffnungen auf einen Schuss meint man Dinge zu sehen, die gar nicht da sind. Die Jägerparanoia. So, ich hatte mir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen mehr hier von dem Weg versprochen. Ich meine, sicher, wer. Decken hier die Karte weiter auf, was ja auch Sinn macht. Aber
Ist jetzt auch ziemlich ereignislos. Also jetzt auch nichts großartig hier mit Bedürfnisgebieten. So, hier haben wir rote Spuren. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir was ganz anderes, dann pirschen wir einfach mal. Einfach hier die klassische Spurensuche, ne, und wirklich mal die Strecken der Herden ablaufen. Ich denke, das macht definitiv Sinn. Wird auch ziemlich langwierig, aber ich denke, langfristig auf jeden Fall zielführender. Aber was soll's, die Karte müssen wir so oder so aufdecken. Das heißt, insofern verbuche ich das jetzt hier mal als Forschungsauftrag. Ich höre mal dieses Kecken hier im Hintergrund. Ich sehe ihn aber nicht, aber das ist definitiv ein Fuchs. Ja, ist schön hier, ne? Aber ich hätte jetzt eigentlich mal ein bisschen was erwartet. An Spuren, Bedürfnisgebieten, vielleicht Jagdständen. Ne, weil hier oben auf dem Hügel hätte sich ja angeboten, ist meine Meinung. Zumindest sehe ich da vorne ein Gewässer. Das ist schon mal nicht schlecht. Gewässer ist immer gut. Ja, was heißt gut? Da müssen wir natürlich auch besonders vorsichtig sein. Weil hier ist immer potenziell die Möglichkeit, was anzutreffen. Und wenn da was ist, will ich es jetzt nicht unbedingt verjagen. Zwei Steine beim Saufen. Nee, Spaß beiseite. Gucken wir uns mal näher an, das Ganze hier. Ich muss mich immer wieder so sehr umgewöhnen. Wir haben ja das letzte Mal wieder Call of the Wild gespielt, jetzt wieder nach längerer Zeit Way of the Hunter. Ich muss mich so immer vom Spielverhalten umstellen, weil du musst hier ja um so viel mehr vorsichtiger sein bei der Annäherung. Um keine Tiere zu verscheuchen. Also wenn man das so vergleicht von der Experience, sage ich mal, ne, ist der Hunter Call of the Wild da mehr oder weniger großzügig, sage ich mal. Ich meine, die laufen schon irgendwann weg, ne, ist klar. Aber du kommst doch relativ nah ran. Hier eher nicht. Also auch die Witterung, wenn du im Wind stehst, ne, mit der Windfahne, die sind dann einfach mal weg. Und zwar so schnell kannst du gar nicht gucken. Apropos Windfahne, steht uns auch hier wieder volle Möhre im Rücken der Wind. Das heißt, was links von uns ist, können wir sowieso schon mal vergessen. Aber hier geht es mir tatsächlich jetzt erstmal vorrangig, um die Bedürfnisgebiete um mal abzuchecken und zu wissen, was treibt sich hier rum? Wie oft ist das eventuell ein netter Spot zum Jagen? Das war's schon hier mit dem Gewässer. Hier haben wir erstmal Spuren vom Dammhirsch. Interessant. So, kommen wir hier rum? Unfallfrei?
Geht das Gewässer da weiter? Warte mal. Moment. Kommen wir eventuell hier über den Stein rüber? Ja! Sehr patent, der Herr. Okay, hier geht's abwärts, glaube ich. Sieht ganz so aus. So, dann gucken wir mal, was auf der Seite hier noch geboten ist. Alles Dammhirsche. Ich meine, ich bin ja froh, dass wir endlich mal Spuren von den Kollegen gefunden haben. Allerdings nur Spuren von den Bedürfnisgebieten, keine Laufspuren, keine Bewegungsspuren, nichts. Also hier sind die schon offenbar länger nicht mehr vorbeigekommen. So, da drüben ist noch eins, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Okay, hier haben wir Reh, Dammhirsch und Rothirsch. Das ist eine schöne Sammlung. Richtig nice. Ich glaube, hier sollten wir mal wieder vorbeischauen. Natürlich zur richtigen Zeit. Es wäre natürlich schön, wenn man genau an so einer Stelle einen Anstand hätte. Ich sehe hier aber keinerlei Hinweis darauf auf der Karte. Ja, das nur länger. Freunde, ich mache mich jetzt fertig für die Arbeit. Ich muss los, Freunde. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Kommentare sind immer gerne gesehen. Und vor allen Dingen, Leute, nicht vergessen, es ist so wichtig und doch so einfach. Kostet euch nichts. Daumen nach oben. Dankeschön. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mädel-Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü tschü.